Heute gibt es mal ein Video von mir beim Training und zwar nehme ich euch einfach mit, während ich trainiere. Also es wird ein hartes und langes Training, aber vielleicht kann ich ja die ein oder anderen Tipps an euch geben. Los geht's wie immer nach dem Intro und ab geht's! Ich habe wirklich so ein bisschen Respekt vom Training, weil das Problem war, ich habe Montag, also vorgestern, das Training ausfallen lassen und habe das gestern nachgeholt, aber deswegen fehlt mir der Pausetag zwischen den beiden Trainingstagen Gewichtheben. Jetzt habe ich ein bisschen Nackenmuskelkater und ja, ich hatte gestern schweres Reisen, habe den PR aufgeschnitten, 80 Kilo 2x2, was mega geil ist, aber ich habe halt jetzt quasi wieder Reisen aus dem Hang, also aus dem hohen Hang, deswegen muss ich mal gucken, ich hoffe, dass ich, obwohl ich nicht so erholt bin, trotzdem die Gewichte alle schaffe, aber ich bin mal zuversichtlich. Empfehle ich es kein Cardio, sondern nur Mobility für die Gelenke, weil ich werde dadurch, meine Körpertemperatur wird auch so ein bisschen hochkommen und mir sind halt wirklich, ich brauche eigentlich nur die Gelenke warm machen und das ist halt fürs Gewichtheben wirklich extrem wichtig. Also man kann wirklich sagen, wenn ich nicht aufgewärmt bin, dann würde ich im Reißen nicht mal 50% von dem schaffen, was ich so mache. Da würde ich mich sofort verletzen wahrscheinlich. Und was machst du jetzt als allererste Sache? Kniebeinmaschen anziehen. Die bringen zwar keinen Support, aber die sind warm und man muss schon sagen, Gewichtheben ist schon relativ kniebeanspruchend, sage ich mal. Also ist das jetzt eher so ein Placebo-Ding bei dir? Nee, Placebo nicht. Also ich würde sagen, ich merke einfach durch die Wärme und so ein bisschen dieses Gefühl, dass so ein bisschen Kompression ist da. Also die ist nicht leistungssteigernd, aber es ist halt einfach so ein bisschen, es schützt das Knie. Also rein aus Gesundheitsaspekt mache ich das. Leute, ihr könnt froh sein, dass ihr nichts riecht in dem Video. Weil die muss man eigentlich nach jeder Einheit waschen, ich habe es aber nicht. Ich habe jetzt hier schon 3 Einheiten am Start. Es ist auch so, man merkt meistens, wenn man sich die Kniebandage so leicht wie ich jetzt anziehen kann, dann ist da nicht so viel Support, also da merkt ihr gar nichts eigentlich. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, weil ich bei dem Gewinnspiel von German Weightlifting gewonnen habe, die Eleiko-Bandagen, überlege ich mir jetzt einfach mal Gewichtheben mit besseren Bandagen mache, wo ich noch mal ein bisschen was rausholen kann. Und Gürtel überlege ich mir sogar auch zur Zeit, weil im Stoßen ist halt wirklich Rumpf teilweise bei mir echt ein bisschen instabil. Deswegen überlege ich mir jetzt echt, ob ich so ein bisschen mehr Equipment noch nehme. Das ist bei schweren Sätzen oder so, aber keine Ahnung. Auf der anderen Seite will ich mich auch nicht abhängig machen davon. Und ich meine, man braucht eh schon immer Gewichtheberschuhe und Kniebandagen und teilweise Handgelenk. Also was würdest du sagen, ist bei Weightlifting das absolute Muss-Equipment, was man sich kaufen muss, wenn man anfängt? Gewichtheberschuhe. Sonst nichts? Also es gibt wirklich, wenn man sich auf der internationalen Bühne Gewichtheben anschaut, hat jeder Gewichtheberschuhe. Nicht alle haben Kniebandagen, nicht alle haben Handgelenksbandagen und so weiter. Und Gürtel haben auch nicht alle, aber Gewichtheberschuhe hat wirklich jeder, außer dieser Toshiki irgendwas, der hat einmal mit Metcons, also mit den Crossfit-Schuhen gehoben und da hat alle haben gesagt, also das war auf allen Social-Media-Kanälen, weil das so krass war, weil jeder normal immer Gewichtheberschuhe hat. Aber bringen die Gewichtheberschuhe so einen krassen Support? Die Sache ist, selbst wenn du übelst mobil bist, es geht halt darum, dass du einen Spielraum hast und quasi, wenn du sie nicht perfekt triffst, also wenn die nicht genau dahin fällt, die Stange, wo sie hin muss, dann kannst du es ein bisschen ausgleichen, weil du noch ein bisschen Mobilitätsspielraum hast. Das heißt, die Leute kommen auch alle ohne Gewichtheberschuhe rund in die Kniebeuge, aber mehr Mobilität ist halt einfach besser, deswegen macht man es, also wenn man es haben kann. Und Stabilität bringt es ja auch noch. Ich mache meistens so ein bisschen Hantel, die Aufwärmung an der, also das Aufwärmen an der Hantel und so Gelenkübungen immer so abwechselnd. Ich mache immer schon so ein bisschen Kniebeugen, über Kopfkniebeugen, hinter den Kopf drücken. Und dazwischen mache ich dann aber halt auch nochmal so Handgelenke, Ellenbogenwarm. Und natürlich, was auf keinen Fall fehlen darf, die macht auch jeder irgendwo die Übung ist. Natürlich
natürlich der Klassiker Dislocates, Schulter-Dislocates mit der PVC-Stange. Beim Gewichtheben ist es auch meistens so, dass ich es so mache, dass ich mich immer übungsspezifisch aufwärme. Also fürs Reißen wärme ich mich komplett anders auf, wie es umsetzen. Und warte, ich werde gerade angerufen, ich glaube, das ist der Bernie. Servus, Bernie. Ja, hey, in welchen Stufen gehst du jetzt nach oben bis zu deinem Gewicht? Ja, so mein Gewicht heute, weil ich kann es ja mal nachstellen, ich kann euch das mal zeigen. Also ich habe mir jetzt gerade auch so einen Plan gemacht, wie ich damals für Felix geschrieben habe, so grob. Dropbox, NRW Cup. Schauen wir mal hier. Das ist quasi der Wettkampf, auf den ich mich vorbereite. Und heute ist Mittwoch, Woche 3, Übung 8. Warte mal, hier film mal kurz auf mich. Also ich habe die Übungen immer nach dem Trainingsmittelkatalog benannt. Also die 8 steht für umgruppierend breit. Das bedeutet quasi, ich starte hier und gehe in die tiefe Reißposition. Aber ich mache es von hier ganz oben, um quasi besser zu werden in Turnaround hier. Und wie ihr seht, gehe ich jetzt hier in der dritten Woche auf 2x3 mit 64 und dann 2x3 mit 67. Und das bedeutet jetzt quasi, ich mache halt immer relativ viele Aufwärmsätze mit Stange und mit 40 Kilo, weil es halt so leicht ist und ich will alles ready machen, über Kopfbewegigkeit, so ein bisschen Schnelligkeit, auf was ich mich konzentrieren muss, dass ich das Gefühl kriege, da mache ich mal so 3 Sätze mit jedem, einmal mit Stange, einmal mit 40 und dann gehe ich wahrscheinlich auf 50, dann auf 60 und dann eben schon 64 und 67 die Arbeitssätze. Jonas, für was nimmst du jetzt genau die Bandagen her? Ja, die Sache beim Gewichtheben ist halt, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, Zughilfen brauche ich nicht oder so, das sind unnötig, aber erstens mal wieder, alle Profis machen es, das heißt, es hat seine Berechtigung. Es liegt ja nicht daran, dass alle Profis keine Griffkraft haben oder so, sondern das Problem ist, dass du ja versuchst, immer maximal explosiv zu sein. Und wenn Griffkraft auch nur so ein bisschen problematisch ist, nur ein bisschen, vor allem in dem breiten Griff passiert es ganz schnell, weil du halt nicht mehr so gut rumgreifen kannst, dann wird der Körper automatisch runterregeln, weil wenn du so fest ziehst und die Hand aufgeht, dann wird der Körper einfach die Kraft runterregeln, sodass die Hand nicht aufgeht. Das bedeutet quasi, dass du viel weniger Kraftentfaltung hast. Deswegen heißt es auch im Trainingsmittelkatalog, dass Zug mit, also Reiß mit Bändern 102% von deinem eigentlichen Reiß-Maximalgewicht ist. Das heißt, du schaffst laut Trainingsmittelkatalog 2% mehr mit Zughilfen. Das heißt, das sagt ja eigentlich schon alles. Okay. Das ist halt gut, um quasi die Hüftstreckung ordentlich zu trainieren. Man glaubt es nicht, aber 3 Wiederholungen für ein Gewichtheber ist richtiges Metcon-Training. Das ist jetzt dein Cardio, Junge. Junge, ohne Witz. Das Problem ist halt, dass ich Gewichtheber machen sie immer mit Kilo-Schritten. Also nicht nur wie im Powerlifting 1,25er Scheiben, sondern im Gewichtheben gibt es halt 0,5er Scheiben, 1er Scheiben, 1,5er Scheiben, 2 und 2,5. Das heißt, ich habe jetzt genau da stehen, dass ich erst mit 64 Kilo arbeite, dann mit 67. Achso, man aber arbeitet ich wirklich keine, in extrem kleinen Schritten. Ja, das ist, weil die Übungen so schwierig sind, so Teilübungen, und du ganz viel mit Prozentangaben arbeitest. Ist halt scheiße, weil ich kann jetzt hier, muss ich mich jetzt entscheiden zwischen 62,5 oder 65. Beides ist nicht das, was ich wollte.
Das war gestern auch so und ich habe Reißen eigentlich, war mit 79 angesagt, habe mit 80 gemacht, habe ein PR aufgestellt, war da nicht so schlimm, weil es geklappt hat, aber eigentlich funktioniert es halt nicht. Vor allem, wenn du umso höher du kommst oder halt zum Beispiel mit irgendwelchen Kindern oder Mädels, wo die bei 30 Kilo Reißen, kannst du nicht einfach von 30 auf 32 gehen, das ist ein viel zu großer Schritt. Schwer an. Hast einen Down. Down jetzt nicht, aber ich merke, muss ich sagen, echt ein bisschen minimal meine Knie aktuell. So Patella vorne, von vielen Beugen, vor allem vorne, du droppst da richtig rein und ein bisschen auch den Ellenbogen. Also nichts Dramatisches, aber was, wo man schon ein bisschen aufpassen muss. Und deswegen Cleans geht halt in beides voll rein und das macht halt deswegen nicht so 100% Spaß. Muss man durch. Ja, und vor allem der Kopf ist halt immer ein wichtiges Teil. Es kommt ein bisschen Typsache drauf an. Aber bei mir ist es so, wenn ich ziehe und es fühlt sich übelst schwer an und ich denke da zu viel nach, dann traue ich manchmal nicht drunter zu springen. Und das kann man halt ganz gut vermeiden, indem man ein bisschen kleine Schritte macht. Auf der anderen Seite muss man halt schauen, dass das eigentlich Kraft kostet. Ich bin auch wirklich, da ich jetzt hier schon in diesem Raum seit 2,5 Stunden drin bin, weil ich ja vorher noch in Köln gefilmt habe, bin ich auch schon so ein bisschen zermürbt, aber ich werde es Gas geben. Bin ich auf 97 gegangen, also runter. Also ich habe es nicht aufgerundet, die 99, sondern runter auf 97,5 und danach auf 102,5, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht so klug ist, jetzt da auch noch auf mehr zu gehen. Aber der Umsatz ist ja an sich immer noch meine Stärke, also ist es da auch nicht ganz so wild, jetzt da den harten Progress irgendwie herbeizuführen oder zu erzwingen. Hier essen während dem Training ist normal, oder? Ja, manchmal nehme ich auch Nudeln mit oder so. Gönnst du dir mal einen Döner zwischendurch, oder? Ja. Döner, Wurstsemmel. Bratwürstel, Weißwürst. Die Banane muss jetzt direkt ins Bein, in den Arsch, damit ich das ordentlich muss. Das ist schon Doping, Jonas, hier. Im Wettkampf wär's verboten. Glykogen. Der hat Glykogen im Blut. Stimmt, der hat Glykogen, wow. Holy shit. Glykogen. Das muss er sich mal geben. Wie unnatürlich das ist. Man hat es jetzt wieder gesehen, ich bin zur Runde gekommen, aber meine Brustwirbelsäule ist eingebrochen. Die Brustwirbelsäule ist so ein limitierender Faktor beim Umsetzen, das ist Wahnsinn. Machst du da irgendeine Übung für die Brustwirbelsäule, hast du da irgendwas? Ja, also an sich sind ja Frontkniebeugen machen deinen Umsatz so dermaßen viel stärker. Also wenn es eine Übung gibt, die den Umsatz stärker macht, sind es Frontkniebeugen. Weil du ja genau das trainierst, dass du hier schon aufrecht bleibst. Aber an sich kann man sich natürlich auch am Anfang ein bisschen aktivieren. Zum Beispiel das hier ist hier eine Top-Übung für die Brustwirbelsäule, weil du kannst nur Schulterdrücken machen in der Kniebeuge, wenn du dich maximal aufrichtest im Brustwirbelsäulebereich. Ja, also wie gesagt, im Gewichtheben ist es total oft so, dass man was nicht schafft. Also eine Wiederholung zu failen ist da jetzt nicht irgendwie komisch. Natürlich nicht schön, aber es war mir fast schon klar, dass ich die zweite Schiene nicht schaffe. Jetzt schauen wir mal, was im letzten Satz nochmal so geht. Ich glaube, ich fokussiere mich jetzt mal nochmal richtig. Erst mal ein bisschen Banane, vielleicht bringt es was. Und dann so in 3 Minuten kommt dann der letzte finale Satz.
mal eine Minute davor wirklich zu konzentrieren, die Bewegung zu visualisieren, sich genau zu konzentrieren, was jetzt gleich wichtig ist. Es gibt meistens ein bis zwei Sachen im Lift, die bestimmen, ob man den Lift schafft. Also die sind ein bisschen individuell, also manche haben, wo man halt seine Schwäche hat. Bei mir zum Beispiel, dass ich am Ende den Nacken mitnehme und mich so richtig auf den Nacken konzentriere, weil es dieses letzte bisschen ist, und dass ich dann schnell die Ellbogen hochbringe. Auf die zwei Sachen habe ich mich konzentriert und dann war jetzt eigentlich die letzte Wiederholung fast die schönste. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich. So, jetzt kommt Schwung drin. So schaut die Wahrheit aus. Es geht eigentlich noch, aber also das ist schon so. Hier ist schon so richtig blaue, also so braune Flecken. Wenn schon das Gewebe schon. Ja. Nekrotisierendes Gewebe. Ja, ist wirklich so. Schon abgestorben. Totes, das ist schon so totes Gewebe. Ist schwarz mittlerweile, oder? Ich glaube wirklich, dass ich habe so dermaßen viel Kollagenfasern in meinem Schlüsselbein. Das breche ich mir nicht mehr, zumindest nicht an der Stelle.